zum unserem Webinar Nummer 7. Heute geht es um industrielle Sonderdichtungen in der Praxis. Wie immer, beziehungsweise das Thema PFAS-freie Alternative zu PTFE. Irgendjemand von den Teilnehmern hat noch sein Mikro an. Vielleicht könnt ihr es gerade noch ausmachen. Später natürlich, wenn derjenige was zu sagen hat, sehr gerne. Danke. So, mein Name ist Stefan Bock. Ich bin Firmengründer der Bock Maschinen GmbH und beschäftige mich seit über 2 Jahrzehnten mit Dichtungen und Gleitlagern und hier natürlich insbesondere aus PTFE oder allgemein aus Fluorkunststoffen. Ich selber bin der Firmengründer von Bock Machining. Ja, und die wesentliche Produktion in unserem Unternehmen besteht aus einer Dreherei, wo wir eingekaufte Halbzeuge zu Dreh- und Frästeilen verarbeiten. Halbzeuge natürlich aus Kunststoffen und hier spielt natürlich die Fluorkunststoffe eine ganz besondere Rolle. So, was ist unser Firmenkonzept? Dieses Bild ist jedes Mal dabei. Wir haben uns auf technische Problemlösungen spezialisiert. Dafür leisten wir uns eine eigene Konstruktionsabteilung, eine Gruppe von Entwicklern. Wir entwickeln Dichtungen, Sondergleitlager und Baugruppen und dann nutzen wir sämtliche Methoden der Konstruktionssystematik, der Wertanalyse und mittlerweile bald auch die Finite-Elemente-Methode. Wir bauen und betreiben eigene Prüfstände oder wir bauen und betreiben auch diese Prüfstände für unsere Kunden. Und wenn es notwendig ist, so wie jetzt eben der Fall, entwickeln wir eigene Werkstoffe, die es so am Markt noch nicht gibt. So, kommen wir heute zum Thema des Vortrags. Und da natürlich zum Fluor, ein besonderes Element, was eine zentrale Rolle der sogenannten PFAS einnimmt. Da kommen wir später noch zur Definition von PFAS. Fangen wir mal mit Fluor an. Fluor sehen wir jetzt hier auf der Periodentabelle, ist kurz vorm Edelgas, besitzt die höchste Elektronegativität unter allen Elementen. Fluor tritt in Verbindungen mit anderen Elementen immer als der elektronegative Partner auf. Das heißt, möchte gerne ein Elektron haben. Und die Bindungen des Fluors mit anderen Elementen ist in der Regel sehr stark. Diese Verbindungen, die werden in der Regel mit hoher Energieabgabe gebildet und sind sehr stabil. Sie lassen sich nur mit entsprechendem Energieaufwand wieder lösen. Und mit Kohlenstoff, also PTFE, bildet Fluor die stärksten Einfachbindungen aus. Das heißt, diese Kohlenstoff-Fluor-Verbindung, die ist eine der stärksten, die organische Chemie kennt und übertrifft sogar die Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung. Auch wichtig im weiteren Verlauf. So, weshalb sind diese Verbindungen so stabil und so langlebig? Wenn wir jetzt da ein bisschen in die Chemie und den Aufbau der Elemente und Moleküle einsteigen, dann sehen wir, dass diese Edelgaskonfiguration, also Wasserstoff und Fluor, stehen ja in der Periodentabelle genau vor einem Edelgas, nämlich Helium und Neon. Diese Edelgaskonfiguration beschreibt den Zustand der vollständig mit Elektronen besetzten Elektronenschalen. Der Name leitet sich natürlich von der Elemente der achten Hauptgruppe ab, also alle Edelgase, die insgesamt alle eine vollbesetzte Schale haben und deswegen besonders reaktionsträge sind. Deswegen auch Gase. Sie gehen nicht mal mit sich selbst eine Verbindung ein. Das heißt, sie sind in der Regel leicht flüchtig. Kennen wir schon alle, Neon, Argon, Krypton und so weiter. Die besitzen auf ihrer Außenschale nur 8 Elektronen, mit Ausnahme von Helium. Da sprechen wir von 2 Elektronen. So, ist jetzt die äußere Schale komplett besetzt, dann sind alle zufrieden. Man spricht von der sogenannten Edelgaskonfiguration. Alle anderen Elemente sind da nicht so schön komplett und versuchen eigentlich immer ein anderes Element dazuzunehmen und ein Molekül einzugehen, um diese maximale Elektronenzahl zu erreichen, diese Edelgaskonfiguration, um die Schale voll zu befüllen. Das erreichen sie, indem sie anderen Atomen aus ihrer Schale eins klauen und sich so den Elektron teilen. Man kann sich das eigentlich wie so ein Joker vorstellen. Ja,
Was sind PFAS? PFAS steht für Per- und Polyfluoralkylsubstanzen, also abgekürzt eben PFAS oder PFAS. Und die bezeichnet eigentlich alle künstlich hergestellten Chemikalien, wo eine Kohlenstoff-Wasserstoff-Verbindung gegen Kohlenstofffluor ausgetauscht wurde. Und diese PFAS, also hier in dem Beispiel sehen wir diese PFOS und PFOA als stellvertretend. Diese beiden Verbindungen bezeichnet man auch als Fluortenside. Und die werden mittlerweile in allen Gewässern, Pflanzen und Tieren rund um den Globus und in abgelegenen Gebieten nachgewiesen. Entschuldigung. So, die sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten natürlich in großen Mengen auch angefallen in der Produktion von Fluorverbindungen und auch von Fluorkunststoffen und sind mittlerweile verboten. Aber neben diesen Fluortensiden gibt es mehrere tausend andere Fluorideverbindungen, die unter diese PFAS fallen, definitionsgemäß, und die derzeit in der öffentlichen Diskussion stehen. Und wir als PTFE-Verarbeiter müssen uns natürlich auch dieser Diskussion irgendwann mal stellen. So, wie schon gesagt, als PFAS gelten nicht nur die Fluortenside. Hier ist mal prinzipiell eins dargestellt. Was man erkennt, ist dieses gesättigte Ende, dieses ja, hydrophobe, wasserabweisende Kohlenstoffkette, die vollständig fluoriert ist. Und daran sich eine andockende hydrophile, eine funktionelle Gruppe, die dann eben besondere chemische Eigenschaften dann aufweist. Also diese Struktur verleiht eben allen Fluorverbindungen diese einzigartigen chemischen Eigenschaften, zu denen zum Beispiel auch gehören kann, dass sie gleichzeitig fett- und wasserabweisend sind, was man natürlich bei Textilausrüstungen oder bei Bratpfannen sehr zu schätzen weiß. Dann haben wir auch schon diese Überleitung zur nächsten Folie. Wir sehen hier eine englischsprachige kurze Darstellung, wo Fluorverbindungen natürlich heutzutage eingesetzt werden. Wir haben Industrieprodukte und Verbraucherprodukte gleichermaßen. Allen voran natürlich diese Schutzbeschichtung für Textilien. Es gibt einen großen amerikanischen Hersteller von Membranen, von PTFE-Membranen, der mit gerecktem, pastenextrudierten PTFE wunderbare Klamotten herstellt. Ich selber bin auch Fan davon und hat den Vorteil, man wird auch im Regen nicht nass und man hat trotzdem atmungsaktive Klamotten an. Und ja, das ist natürlich ein großer Renner. Was sehr kritisch für die Umwelt ist, sind diese Bestandteile von Löschmitteln. Also in Löschmitteln werden natürlich diese niedermolekularen Fluorverbindungen eingesetzt, weil sie eben nicht brennen. Der Renner natürlich ist die Beschichtung von Brat- und Kochgeschirr. Also ich gehe davon aus, im Schnitt hat jeder eine Teflonpfanne zu Hause. Ich auch. Funktioniert wunderbar. Was wenig wissen, ist, sag mal, dass sehr viele Papiere, mit denen zum Beispiel Fast Food eingepackt wird, auch beschichtet ist. Also im Prinzip verfolgen uns natürlich diese Fluorverbindungen mittlerweile durchs gesamte Alltagsleben und da allen voran überall, wo irgendwo schmutzabweisende Eigenschaften gefordert sind. Es gibt viel mehr also es gibt natürlich noch viel mehr Einsätze, aber es ist jetzt müßig, an dieser Stelle da drauf einzugehen, weil heute soll es keine umweltpolitische Veranstaltung sein, sondern ich möchte einfach nur mal hinführen auf dieses Thema und das wiedergeben, was dem derzeitigen Kenntnisstand und der öffentlichen Diskussion entspricht. So, also diese Folie ist natürlich jetzt sehr komplex aufgebaut. Man muss jetzt auch nicht darauf weiter eingehen. Nur so viel. Aufgrund ihrer chemischen Stabilität und der Langlebigkeit von den Fluorverbindungen gibt es eigentlich so gut wie keinen natürlichen Abbau. Und man weiß es ja auch schon, in den 90er Jahren gab es diese Diskussion mit den Fluorchlorkohlenwasserstoffen, die damals in Kälte- und Treibmitteln enthalten waren.
Das wurde auch verboten, weil die sich natürlich in der Ozonosphäre angereichert haben und dazu zum Abbau des klimaschützenden Ozons wohl mitverantwortlich waren. Ja, das heißt, diese Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die haben sich da oben natürlich Jahre oder Jahrzehnte lang gehalten. Und ähnlich ist es mit den Fluorverbindungen, also mit PFAS in der Umwelt. Es findet kaum ein Abbau statt und wenn dann eigentlich eher eine Anreicherung und eine Verteilung über den ganzen Globus. Auch da will ich nur ganz oberflächlich darüber eingehen. Also diese Folie habe ich mit einer sehr schnellen Recherche, lassen Sie sich alle finden. Und die Beständigkeit gegenüber den chemisch-biologischen und physikalischen Abbauprozessen führt einfach zu Anreichungen in Organismen, allen voran natürlich im menschlichen oder im tierischen Körper. Und führen da natürlich zu irgendwelchen Störungen vom biologischen Gleichgewicht oder können dazu führen. Und insbesondere wahrscheinlich der sorglose Umgang mit den Fluortensiden und deren Toxizität haben in den letzten Jahren eben großen Anlass zu Bedenken gegeben. Ja, was ist der aktuelle Stand der politischen Aktivitäten? Also wir haben Aktivitäten auf europäischer und deutscher Ebene. Die zuständigen Fachbehörden wie Umweltbundesamt und Bundesinstitut für Risikobewertung oder Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin haben da die prüfen eben ein umfassendes Verbot sämtlicher PFAS. Der Stein ist ins Rollen geraten auf einen einstimmigen Beschluss vom EU-Umweltrat von 2019. Und es soll Ausnahmeregelungen nur für Verwendungen vorgesehen sein, die als gesamtgesellschaftlich unabdingbar gelten. Also dem wird man sich irgendwie stellen müssen in der Zukunft. So, neben dieser politischen Diskussion gibt es natürlich auch eine öffentliche Diskussion. Ich habe jetzt da einfach mal einen kleinen Bilderwitz eingestellt, den ich gefunden habe. In sämtlichen Medien, auf allen Internetportalen gibt es eine große Zahl von Beiträgen. Ich will es jetzt auch nicht weiter strapazieren. Und weltweit und auch in Deutschland und regionaler Ebene finden in Verbänden und politischen Gremien Diskussionen unterschiedlichster Art statt. Also jeder ist eingeladen, sich da zu informieren. Ich werde jetzt auch keine Links reinstellen. Das ist müßig, weil es einfach so viel gibt auch. Und ja, es ist ja immer so mit Facts und Wahrheitsfindung. Das muss jeder für sich selber entscheiden. So, die große Frage ist, wir haben bisher immer erstmal von Fluorchlorkohlenwasserstoffen gesprochen, vor 20, 30 Jahren. Die PFOS, PFOA, also die Fluortenside, sind mittlerweile verboten. Es gibt Ersatzstoffe, die von der chemischen Industrie benutzt werden, um Fluorkunststoff herzustellen. Und je höher, sagen wir mal, das Molekulargewicht einer Verbindung ist, umso schwerer, umso weniger gefährlich ist dieses Endprodukt natürlich für den Verbraucher. Die Fluorkunststoffe gelten ja eigentlich aufgrund ihrer chemischen Stabilität als physiologisch unbedenklich. Sie werden deshalb auch bevorzugt in der Anwendung mit Lebensmitteln und allen voran Getränken eingesetzt, natürlich auch bei Medizin und Pharma. Und als Beschichtung von Koch- und Backgeschirr sind sie sowieso ein Klassiker. Trotzdem sind auch diese Fluorkunststoffe Gegenstand der öffentlichen Diskussion, weil bei der Herstellung früher zumindest diese Fluortenside, PFOA und PFOS, in die Umwelt gelangt sind. Und vermutlich dürfte es schwer werden, die öffentliche Wahrnehmung dahingehend zu differenzieren. Das wissen wir ja. Die Frage, ich habe jetzt einfach mal da was rauskopiert, auch aus dem Internet. Bild der Frau, kann man jetzt, sagen wir mal, zu dem Medium kann man jetzt stehen, wie man will. Aber also steht große Schlagzeile natürlich, ist Teflon giftig? Tja, die Frage ist, wie werden die Fluorkunststoffe in Zukunft möglicherweise wahrgenommen und welche Diskussionen werden da angezettelt? Und es wird natürlich schwer werden,
für die Verbände, da eine Differenzierung herbeizuführen. Also wenn man jetzt mal in der öffentlichen Diskussion mal nur die letzten 10 Jahre Revue passieren lässt mit Trump oder Covid-19 oder Ukraine-Krieg, dann sehen wir teils große Kontroversen, die meist in völlig gegensätzliche Standpunkte münden. Also ich will da jetzt da auch überhaupt keinen Standpunkt, also nochmal, mir liegt es wirklich fern, da jetzt irgendeinen Standpunkt einzunehmen, weil auch wir zu 90% vom PTFE abhängen derzeit. Aber es könnte doch sein, dass Unternehmen, die sich mit der Verarbeitung und dem Einsatz von PTFE beschäftigen, wenn schon nicht regulatorisch seitens der Politik, so doch von den Markt, also von den Endkunden große Gegenwind entgegenblasen könnte. Also wenn man jetzt sagt, wir arbeiten zum großen Teil für die Getränkeabfüllung, weiß ich nicht, wie weit das dann irgendwann ins öffentliche Bewusstsein gerät, dass da mal im Prinzip jedes Getränk irgendwo an einem Stück Fluorkunststoff vorbeiströmt. Das ist so, kann man mit Sicherheit, mit Fug und Recht so behaupten. So, und jetzt muss ich erstmal trinken. Also nochmal, ich will hier keinen Beitrag zur Diskussion leisten. Das steht mir nicht zu, ist auch nicht gewollt. Heute geht es mir lediglich darum, für den Fall, dass in den nächsten Jahren diese Themen weiter in den Vordergrund geraten, wie wir als Dichtungshersteller hier auch mal eine Alternative anbieten können. Reduzieren wir also die Betrachtung ausschließlich auf den Einsatz von Fluorkunststoffen, hier insbesondere PTFE, als Dichtungs- und Lagerwerkstoff. So, an der Stelle muss es einfach mal gesagt sein, PTFE ist und bleibt ein toller Werkstoff, der technisch Unglaubliches leisten kann. Deshalb wollen wir uns natürlich erstmal die Vorteile in Erinnerung rufen. Allen voran natürlich diese exzellente chemische Beständigkeit, die physiologische Unbedenklichkeit, die wir uns natürlich gerade jetzt im Zusammenhang mit Lebensmitteln, wie auch immer, geartet oder mit Medizinprodukten zunutze machen. Die geringe Reibung, eine große Eigenschaft für Dichtung und Leitlager. Die Antihafteigenschaften, gerne natürlich genutzt in Bereichen, wo man eine Dichtung auch säubern muss, Aseptik, ZIP und so weiter. Diesen großen Temperatureinsatzbereich, der auch dazu führt, dass er beim Dämpfen oder in der chemischen Industrie bei temperaturerforderlichen Reaktionen auch benutzt wird. Und hier steht noch Wechselbiegefestigkeit. Inzwischen haben wir auf den Begriff Biegewechselfestigkeit umgeswitcht. Die Biegewechselfestigkeit, eher eine weniger bekannte Eigenschaft, die jetzt für Dichtungen eben insofern eine Rolle spielt, weil er im reinweißen Zustand für Faltenbäger und Membran ein exzellenter Werkstoff ist, sodass wir Gummikonstruktionen für Bälge und für Membran eigentlich ausnahmslos ersetzen können. So, auf der anderen Seite haben wir natürlich viele Signale, die uns das Verarbeiten von PTFE oder von Fluorkunststoffen vergällt. Ja. Also wir kriegen das Leben schwer gemacht durch diese derzeit exorbitant steigenden Preise am Rohstoffmarkt, damit einhergehen diese zunehmend schwierige Verfügbarkeit, insbesondere von Markenprodukten, und die schon beschriebenen erheblichen Umweltbedenken bei der Herstellung und Entsorgung. Also es scheint da ein großer, also wir als Bockmaschinen nehmen einen großen Druck wahr vom Markt, der uns ein Stück weit in die Richtung zu schieben scheint. Was können wir machen? Meiner Meinung nach war PTFE, also ich sage das natürlich tatsächlich auch als jemand, der Teflon oder ja, sofern wir jetzt mal diesen Handelsnamen von Jim Moores nehmen darf. Ich sage das auch tatsächlich als eine Firma, die für sehr viel Geld jedes Jahr diesen Rohstoff einkauft. Also ich glaube, wir kaufen für 3 Millionen Euro PTFE ein. Und trotzdem für das Eigenschaftsprofil von PTFE
war der Werkstoff sicher über Jahre oder Jahrzehnte einfach zu billig und zu günstig. Also auch in Anbetracht der Dinge wie Energieaufwand, Umwelteinfluss und diesen vielen Möglichkeiten. Ich habe das auch miterlebt, dass er in den letzten Jahren auch vielleicht teilweise inflationär eingesetzt wurde, in Bereichen, wo möglicherweise auch andere Werkstoffe funktioniert hätten. Und in diesem Spannungsfeld, in dem wir jetzt eben uns heute befinden, wollte ich einen kleinen Beitrag dazu leisten, indem ich aufzeige, bei welchen geringeren Anforderungen vielleicht und Anwendungen Flurkunststoffe nur bei Dichtungen und Leitlagern durch Alternativwerkstoffe ersetzt werden können. Und der Werkstoff, der PTFE von seinem molekularen Aufbau am nächsten zu liegen scheint oder am meisten ähnelt, ist Polyethylen. Und hier natürlich Polyethylen mit hohem Molekulargewicht oder auch UHMW-PE, also Ultra High Molecular Weight Polyethylene auf Englisch. Und deshalb wird sich das weitere Webinar ausschließlich jetzt mit dem Vergleich von PTFE zu UHMW-PE beschäftigen. So, wie man sieht, der chemische Aufbau von PTFE und UHMW-PE ist gleich. Wir haben einfach unten die Moleküle grün eingefärbt und oben sind sie blau. Die Atome, die um die Kohlenstoffkette kreisen. Es ist jetzt nur Zufall, also wir haben oben PTFE. Es ist nur Zufall, dass der Aufbau eben rechteckige Klammern hat und unten der Aufbau von UHMW-PE runde Klammern. Das soll also nicht verwirren. Wir haben ganz in beiden Fällen lange unverzweigte Molekülketten. Die sind auch sehr gut elektrisch abgeschirmt. Nur zwei Elemente sind jeweils daran beteiligt. Bei PTFE haben wir Fluor um die Kohlenstoffketten. Bei Polyethylen haben wir Wasserstoff um die Kohlenstoffketten. Die Bindung haben wir vorhin schon, vielleicht ist es im Halbsatz gefallen. Die Bindung von Wasserstoff und Kohlenstoff ist auch exzellent, aber nicht ganz so stabil wie zwischen Fluor und Kohlenstoff. Dadurch haben wir einen niedrigeren Schmelzpunkt, also wir reden so etwa bei 130 Grad. Aber wir haben auch höhere Festigkeiten, weil die außermolekularen Kräfte, die Van der Waals-Kräfte, dafür sorgen, dass die einzelnen Moleküle besser aneinander kleben. Das erklärt eben diese etwas höhere Festigkeit. Alles im allem müssen wir aber davon sprechen, dass wir sehr ähnliche Eigenschaften haben. Und die Unterschiede möchte ich jetzt nun weiter rausarbeiten. Vielleicht vorher nochmal. Ich verwende immer wieder mal auch andere Begriffe, Synonyme, damit es auch nicht so langweilig wird. Und außerdem ist UHMW-PE natürlich auch ein schwierig auszusprechendes Wort. Vielleicht nehme ich auch nur Polyethylen in den Mund oder PE oder PE1000. Also diese Begriffe sind alle gleichberechtigt und sicher, also der Vollständigkeit halber sei es auch gesagt, es gibt da jede Menge Handelsnamen, es gibt jede Menge Hersteller. Es sind also keine Geheimnisse erstmal. Und da gibt es auch sehr viele Farben und sehr viele Füllstoffe, auf die ich jetzt auch, was die Füllstoffe betrifft, werde ich heute nicht weiter darauf eingehen. Aber wir werden natürlich auch jetzt einige, zwei, drei verschiedene unterschiedliche Arten später von Polyethylen vorstellen. So, auf alle Vorteile von PE werde ich jetzt nicht eingehen, sondern wir versuchen ja heute eine Differenzierung. Wir wissen ja, wie PTFE funktioniert. Da gibt es auch natürlich auch alte Webinare und Blogbeiträge und sicher auch jede Menge auf unserer Internetseite. Heute geht es eben um diese Feinheiten. Wir haben bei PE eine höhere Festigkeit. Wir haben eine geringere Deformation unter Last und einen deutlich geringeren Abriebsverschleiß. Und interessanterweise, großer Unterschied zu PTFE, wir müssen PE nicht füllen mit Kohle, Kohlefaser, Bronze, Hochleistungsthermoplasten. Bereits im rein weißen Zustand ist also Polyethylen wesentlich verschleißfester als PTFE. So, die drei ersten Eigenschaften, die hängen mit diesen Van der Waals-Kräften zusammen, mit den Klebkräften.
Dann reden wir auch von einer besseren Diffusionsdichtheit, von geringerem Preis. Also dieses Fluor ist einfach schwieriger abzubauen. Und wenn man jetzt sich nochmal den Aufbau in Erinnerung ruft, dann haben wir nur Kohlenstoff und Wasserstoff und der ist erstmal in großen Mengen weltweit überall verfügbar. Wir haben eine geringere Dichte, kann ein Vorteil sein bei Anwendungen, die eben, wo es aufs Gewicht drauf ankommt. Und hoffentlich, und das ist natürlich auch der Kernpunkt des Themas, wir haben eine exzellente Ökobilanz bei der Herstellung und Entsorgung. Ja, theoretisch wäre es auch denkbar, Polyethylen aus natürlichen Rohstoffen zu gewinnen, aus nachwachsenden, was, glaube ich, hier und da in kleineren Mengen schon gemacht wird. So, wo es Vorteile gibt, gibt es natürlich auch Nachteile. Wir haben gegenüber PTFE eine minimal eingeschränkte chemische Beständigkeit. Bei Lösemitteln merkt man die gar nicht. Deswegen wird er auch in der Lackiertechnik breit eingesetzt. Wo es ein bisschen Schwierigkeiten gibt, sind stark oxidierende Medien, wie zum Beispiel Salpetersäure, Chromsäure oder Halogene, sind jetzt keine Substanzen, die man zu Hause im Kühlschrank rumstehen hat. Ein großer Nachteil bei nativen Polyethylen ist dieser deutlich niedrigere Temperatureinsatzbereich. Also für das native PE der ersten Generation, sage ich mal, können wir bei 85 Grad eigentlich das Buch zuschlagen. Das reicht aber trotzdem für sehr viele Anwendungen. Ein großer Nachteil für die Verarbeiter ist diese deutlich schwierige Zerspanbarkeit. Und selbst jemand, der POM oder PEEK oder PTFE sehr gut drehen kann, der verzweifelt dann spätestens bei UHMWPI. Durch den höheren Wärmeausdehnungskoeffizienten, also wir reden so von 50% mehr, haben wir natürlich auch dann umgekehrt größere Spannungen in den Rohlingen, was natürlich dann in der Vorbereitung von Drehteilen, in der Vorbereitung von Rohlingen mehr Aufwand und natürlich auch mehr Erfahrung benötigt. Aber natürlich, jetzt ein bisschen Eigenwerbung, die Firma Bock Machining beherrscht sowohl die Zerspannung als auch das beherrscht natürlich auch die Rohlinge spannungsfrei zu kriegen. So, wir haben jetzt gehört, bei 85 Grad wäre Schluss. Das ist natürlich nicht ganz richtig, weil wir eine Methode gefunden haben, UHMWPE zu verbessern, indem wir das molekulare Gefüge physikalisch modifizieren. Wir bekommen dadurch den Temperatureinsatzbereich bis auf 130 Grad hochgesetzt. Und diese 130 Grad spielen natürlich gerade in der Getränkeabfüllung eine große Rolle. Teilweise, also wir haben diese Materialien dann auch bei 190, 200 Grad in den Ofen gelegt und siehe da, sie sind immer noch nicht weggeschmolzen. Also es bleiben noch Reserven. Und bei 130 Grad beginnt noch keine Zersetzung und das Material ist immer noch da, was vermuten lässt, dass selbst bei 140 oder 150 Grad noch gewisse mechanische Eigenschaften vorhanden sein dürften. Aktuell beschäftigen uns wir mit Materialentwicklung diesbezüglich, mit der Ermittlung von Kennwerten und schaut nicht schlecht aus. Wir haben durch diese Modifikation auch nochmal ein deutlich verbessertes Verschleißverhalten. Also wir reden da auch möglicherweise von deutlich einstelligen Faktoren. Die Deformation unter Last reduziert sich und die chemische Beständigkeit ist auch nochmal besser. Das heißt, wir sind schon verdammt nahe am PTFE. Zusätzlich zu der ohnehin guten Diffusionsdichte hat sich das da auch nochmal verbessern lassen. So, jetzt wird es natürlich kompliziert. Wir haben hier ein Spinndiagramm, wo das Eigenschaftsprofil von vier Werkstoffgruppen miteinander verglichen werden soll. Konzentrieren wir uns am besten erstmal auf die Legende. Wir haben virginales PTFE oder modifiziertes PTFE. In dem Zusammenhang möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass TFM Handelsname der Firma Dyneon ist, die zu 3M gehört. Dann gefolgt von den PTFE-Compounds, das
ist natürlich, sagt natürlich alles und nichts. PTFE-Compounds gibt es Hunderte, wenn nicht gar Tausende. Jeder hat seine eigene Rezeptur. Und da findet sich natürlich alles Mögliche wieder, was die Sintertemperatur überlebt. Grün, UHMEPE, natives Polyethylen, unsere Werkstoffbezeichnung Endoflon P1. Und in Braun dann das modifizierte UHMEPE, unsere Werkstoffnummer Endoflon P16. So, schauen wir uns jetzt mal so die größten Unterschiede an, die größten Abweichungen. Vielleicht könnten wir gerade mal die Maus haben. Und hier ich sehe gerade hier von meinem Hintergrund, hier muss ich tippen. Also ich gucke jetzt mal ein bisschen nach links auf den anderen Bildschirm. Fangen wir mit den banalen Sachen an, wie Verfügbarkeit, Nachhaltigkeit und Kosten. Und dann sehen wir natürlich, dass die Polyethylentypen da den PTFE-Typen, also PTFE und PTFE-Compounds groß überlegen sind. Biegewechselfestigkeit ist eigentlich natives PE und weißes PTFE eigentlich vergleichbar. Deformation unter Last, ein großes Problem für die Konstrukteure. Das heißt, PTFE-Konstruktionen erfordern oft eine Verstärkung bei Schlüsselflächen, bei Gewinden, bei Bereichen, die geklemmt werden sollen. So, wo ist meine Maus? Also noch. Sehen wir, dass wir mit Polyethylen mehr machen können als mit PTFE. Hier haben wir wieder relativ ähnliche Eigenschaften. Beim thermischen Einsatz sehen wir einfach diesen Nachteil von Polyethylen. Beim thermischen Einsatz, was Kälte betrifft, sind wir auch wieder gleich. Meine Maus ist weg. Ah, da ist sie wieder. Beim thermischen Einsatz, was Kälte betrifft, sind wir auch wieder ähnlich. Zerspannbarkeit ist ein großes Problem. Und ansonsten die Gestaltungsfreiheit sind wir bei Polyethylen eher im Vorteil, weil wir hier natürlich auch wenn man die Deformation unter Last sieht und die höhere Festigkeit, einfach mehr dran machen können, mehr integrieren können ohne Metall, ohne Gewindeeinsätze, ohne Verstärkungsringe oder vielleicht auch die Kombination von unterschiedlichen Werkstoffen in einem Rohling. So, jetzt kann ich wieder gerade ausgucken. Wir sehen also bei diesem Eigenschaftsprofil, dass das schon hoffnungsvoll macht, was zu dem Schluss führen muss, dass viele Bauteile aus PTFE oder PTFE-Compounds sich zur Alternativkonstruktion ersetzen lassen, wenn man die Werkstoffe kennt und deren Grenzen natürlich respektiert. Wir haben jetzt mal noch einige Folien, wo wir tatsächlich auch Beispiele darstellen, so Beispiele von Serienteilen von uns, mit denen schon sehr gute Erfahrungen vorliegen. Hier haben wir einen Abstreifer. Der Abstreifer wird in einer Bohrung verrastet, streift eine Stange ab und hat auch noch die Führungsfläche integriert. Das heißt, wir brauchen hier ein Multifunktionsteil. Die Dichtung hält sich selber und führt auch noch die Stange. Und wenn jemand schon mal versucht hat, eine Stange oder eine Welle trocken abzustreifen, im Bereich Lebensmittel oder im Bereich Lacke und Farben, der weiß, wie schwierig sowas ist. Mit Gummiwerkstoffen funktioniert es ohnehin nicht. Und mit PTFE hat man natürlich immer die Schwierigkeit des Verschleißens. Ja, als nächstes der ganz banale federunterstützte Nutring. Auch hier haben wir ein zersparendes Teil. Tatsächlich, Nutringe aus Polyethylen haben sogar mehr Federrate und als Nutringe aus PTFE und damit einhergehend dichten die sogar besser ab. Verschleißfestigkeit haben wir vorhin gelernt, ist natürlich auch besser. Deswegen diese Dichtung wieder weiß. Aufgrund der
nahezu gleichen Biegewechselfestigkeit wie PTFE lässt sich natürlich auch wunderbar Folien stanzen oder drehen, beziehungsweise Membranen natürlich. Membranen aus gestanzter Folie, so würde ich es eigentlich sagen. Oder ein Stück weiter gedacht, Faltenbälge. Wer es kann, kann aus PE auch Faltenbälge zersparen. Offensichtlich können es unsere Dreher. Und diese Bauteile, die halten in Pumpen und Ventilen genauso lang wie die Bauteile aus PTFE. So, dann hier noch ein Multifunktionselement, ein Radialwellendichtring, der mehrere Lippen hat, der auch ein Gewinde drauf hat, der noch Dichtungen aufnehmen, Dichtwülste hat. Und das macht dann auch tatsächlich auch Spaß, mit diesem Werkstoff zu konstruieren. Ja, die bevorzugten Branchen lassen sich jetzt schon herauskristallisieren. Die bisherige Branche Nummer 1 war die Lackiertechnik. Da kenne ich diesen Werkstoff seit über 20 Jahren. Und im Zusammenhang mit Lacken und Farben macht er überhaupt keine Probleme. Diese Begrenzung von 85 Grad ist kein Ding. Heißer wird es da eh nicht. Und aufgrund dieser Verschleißfestigkeit und des geringen Abriebs gilt er auch nicht als lackabweisende Substanz. Tatsächlich PTFE gerät immer ein bisschen in Verruf, durch den Verschleiß eine lackabweisende Substanz zu sein, die eben einen Krater oder einen Lunker auf der zu lackierenden Fläche erzeugen kann. Also Lackiertechnik ist der Werkstoff gesetzt. Die Getränkeabfüllung habe ich hier an erster Stelle gesetzt, weil ich da ein großes Potenzial sehe. Wenn man zumindest mal die nicht dampfsterilisierten Anwendungen sieht, da wo ganz normal gedippt wird mit Lauge bis 80, 85 Grad, sehe ich überhaupt kein Problem. Und ja, also wir machen sehr viel für die Getränkeindustrie und wir wissen auch schon, dass da die großen Getränkekonzerne hier und da schon auf diesem Thema PFAS draufgehoben wurden und da schon auch angeklopft haben. Ja, allgemein Ventile und Armaturen, auch in der allgemeinen Industrie, vielleicht weniger die chemische Industrie, Maschinen- und Anlagenbau, und es gibt noch eine kleine Nische, das Schüttgut-Handling. Da wüsste ich jetzt gar keinen anderen Werkstoff, der funktionieren würde. Aufgrund von einem schleißenden Verhalten, beispielsweise von Zucker oder Sand oder anderen. Ja, Schüttgütern. Mit Sicherheit wird es Anwendungen geben, wo es keine Alternative gibt. Insofern wird es den Verbänden und den Lobbyisten der Flurkunststoffindustrie natürlich gelingen oder auch gelingen müssen, ihre Interessen da durchzusetzen. Ich sehe derzeit für die chemische Industrie und der Verfahrenstechnik keine Möglichkeit, keine Option. Pumpen und Kompressoren für High-End-Anwendungen und Ventile und Armaturen in besonders geforderten Einsatzbereichen. Also immer da, wenn es chemisch besonders aggressiv wird oder thermisch über diese 130 Grad hinaus, auf Dauer wird PTFE seinen Anspruch haben. Und mit Sicherheit viele weitere Branchen, die mir jetzt eigentlich unbekannt sind. Ich hebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist einfach jetzt mal in Kurzform die Branchen, die mir auf die Schnelle eingefallen sind. Wir müssen noch eins zurück, bitte. So. Also, ich weiß, dass natürlich jetzt von denen, die sich hier ins Webinar eingeklinkt haben, inklusive uns, dass die wirtschaftliche Existenz derzeit noch von den Fluorkunststoffen abhängt. Wie eingangs erwähnt, verarbeiten wir zu 90% Teflon. Es wird Branchen geben, für die PTFE gebraucht wird. Das wird sich auch nicht wegdiskutieren lassen. Also keine Angst, es wird und kann auch nicht alles ersetzt werden. Außerdem, wenn es einen Veränderungsprozess gibt, dann wird er auch nicht so schnell stattfinden, als dass man sich nicht darauf einstellen wird können. Mein Gefühl zeigt auch, dass die Marktbedarfe jetzt aktuell in den genannten Branchen sehr viel stärker steigen, als überhaupt eine Substitution mit anderen Kunststoffen an Marktanteilen wegnehmen könnte.
Also wenn wir das derzeit steigende Preisniveau von den Flurkunststoffen sehen und die Knappheit, dann ist das ja auch offensichtlich der Fall. Ja. So, Resümee. Am Ende unterhalten wir uns natürlich den ganzen Tag über Umsätze und über Marktanteile und technische Lösungen und Gewinn und was weiß ich. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir dennoch verantwortlich sind dafür, was wir verarbeiten, was wir kaufen und wem wir unser Geld geben. Und Geld und Profit sollte für unser Handeln nicht die erste Priorität sein, sondern der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen, die uns unser Planet im Augenblick noch zur Verfügung stellen kann. Ja, in dem Sinne werde ich mit meinem Vortrag mal am Ende. Ich hoffe, ich konnte das das war mit Sicherheit kein einfacher Vortrag für mich. Ich hoffe, ich habe das soweit auch rübergebracht, dass es jeder auch annehmen kann und dass er für sich vielleicht den einen oder anderen Schluss ziehen kann. Und wäre jetzt an dieser Stelle bereit, Fragen zu beantworten. Traut sich jemand? Also es gibt hier ein Fenster. Da darf jeder gerne was eintippen. Er darf sich auch per Mikrofon zuschalten, sehr gerne. Dann habe ich auch ein Gegenüber, mit dem ich sprechen kann. Ich kenne ja hier mindestens die Hälfte, die auf der Liste steht. Also wir reden von, wie viele sind aktuell eingeloggt? 20 etwa. Ja, kenne ich ja einige. Aber es traut sich offensichtlich keiner, oder doch? Mein Name ist Uwe Maywald. Ich hätte eine Frage. Wie ist es mit der Spritzbarkeit von solchen PE? Ist das im Spritzguss herstellbar? Sie sagten, mechanisch ist es schwer zu bearbeiten. Ja, Deswegen die Frage nach der Alternative. genau. Also wir kennen ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Erstmal vielen Dank für die Frage. Ich muss ein bisschen ausholen. Polyethylen begegnet uns natürlich im Alltag überall. Polyethylen mit niedriger Dichte, also PELD, findet sich in der Einkaufstüte, sofern es sie noch gibt. PEHD in Kunststoffwaren, die im Haushalt gebraucht werden, zum Beispiel Tupperware. Dann, wenn das Molekulargewicht, also die Molekülkettenlänge noch länger wird, sprechen wir von PE 500 oder PE 1000 und dann eben dieses Polyethylen mit hohem Molekulargewicht. Das heißt, die Moleküle sind so lang, dass in der Schmelze, beim Schmelzpunkt von 130, 132 Grad, die Schmelze zwar physikalisch aufgeschmolzen ist, also amorph, aber trotzdem fließt sie nicht. Das heißt, man kann sich das wie im Topf Spaghetti vorstellen, der jetzt kalt wird und man versucht den irgendwie, ja, zu zerteilen, also irgendwie zu zerteilen. Dazu wäre es notwendig, die Spaghetti zu zerschneiden, eben kürzere Molekülketten zu haben. Und dieses hohe Molekulargewicht ist natürlich die Voraussetzung für diese ganzen Eigenschaften, die dieser Werkstoff hat. Das ist bei PTFE genauso. Ja, also die niedrige Reibung. Also die niedrige Reibung allen voran ist einfach ein gewährleistet, nein, erfordert dieses hohe Molekulargewicht. Das heißt, ich muss Sie leider enttäuschen, einen spritzbaren Dichtungswerkstoff mit diesem Eigenschaftsprofil, den sehe ich jetzt noch nicht. Ja. Und da sind PTFE und UHMWPE von ihrem Aufbau eben gleich, von ihrem chemischen Aufbau. Und deshalb haben sie auch so ähnliche Eigenschaften. Jo, Das vielen heißt, Dank. Habe ich mir schon so gedacht. wir werden den Umweg über die Zerspannung offensichtlich gehen müssen. Ja. Es sei denn, Sie spritzen einen Dichtungswerkstoff, wo Sie halt beispielsweise Mikropulver, ein Dichtungs- oder Gleitlagerwerkstoff, wo Sie Mikropulver von PTFE mit einlagern. Sowas gibt es ja auch. Also ich vermute jetzt, es gibt ja einen großen einen Gleitlagerhersteller. Und ich vermute, dass die meisten dieser Gleitlagerwerkstoffe, wo auch ein großes Geheimnis drum gemacht wird, dass die PTFE als Mikropulver enthalten, um überhaupt diese schleißhemmenden und Leichtlaufeigenschaften zu erzielen. Und Ähnliches wird auch mit, soweit ich weiß, mit Gummiwerkstoffen gemacht. Und so kriegt man über einen Umweg, kriegt man eben da
leicht laufende Bauteile hin. Vielen Dank. Noch jemand? Sind alle mit einverstanden? Nägel, Firma Filuva. Hallo, guten Tag, Herr Bock. Zuerst hallo, Herr Nägel. Vielen Dank für den tollen und umfangreichen Vortrag. Im Rahmen des Vortrags haben Sie diesen neuen Werkstoff oder für mich neuen Werkstoff vorgestellt, diesen PE-Werkstoff, der dann nochmals physikalisch modifiziert wurde. Wie muss ich mir das vorstellen? Ha. Vielen Dank für die Frage, Herr Nägel. Ich bin ja für meine große Offenheit bekannt und versuche natürlich auch in meinen Vorträgen einiges an Content auch unterzubringen, dass das Ganze auch, dass sich auch jemand dafür interessiert. Es scheint aber jetzt in diesem besonderen Punkt so zu sein, dass wir noch einen kleinen Vorsprung haben vor unseren anderen Marktteilnehmern. Und tatsächlich reden wir, also ich kann nur vielleicht so viel verraten, wir haben, es ist ein physikalischer Vorgang, der dazu führt, dass die Moleküle besser aneinander kleben, also diese, nennen wir es mal eine Verstärkung der Van der Waals-Kräfte und die eben zu diesem verbesserten Eigenschaftsprofil führen. Es sei noch gesagt, ich kenne ja Ihre Anwendung auch gut, ist ja auch eine einzigartige Anwendung, und wir arbeiten, also die Biegewechsel-Eigenschaften, die leiden durch diese, sagen wir, verbesserte, für dieses, bei diesem verbesserten Molekulargefüge leiden die etwas. Und aktuell sind wir dabei, diesen Nachteil noch auszugleichen. Also wir entwickeln da einen dritten Werkstoff. Wir sprechen hier intern schon von einem elastischen Polyethylen gegenüber dem nativen und dem modifizierten Polyethylen, eben dieses elastische Polyethylen. Ich hätte es an dieser Stelle noch nicht erwähnt, weil wir eben noch in der Entwicklung sind, aber der könnte dazu führen, dass er eben gerade in Anwendungen wie bei Ihnen, wo es auf Temperatur und chemische Beständigkeit und Biegewechselfestigkeit gleichzeitig drauf ankommt, mehr und mehr eine Alternative werden könnte. Genaueres würde ich tatsächlich gerne mit Ihnen unter vier Augen sprechen. Danke dazu für die Frage. Können wir gerne tun, aber das bedeutet im Umkehrschluss, das ist ein Werkstoff, den Sie und Ihr Team gemeinsam entwickelt haben oder am Entwickeln sind. Wir können generell sagen, wir investieren gerade sehr viel in die Entwicklung von neuen Polyethylen-Derivaten. Ja, ich bin begeistert. Vielen Dank, Herr Bock. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Kompliment. Wenn es eins war, bestimmt. So. Noch 3 Sekunden für die nächste Frage. Ansonsten würde ich weiterklicken. Vielen Dank für die beiden Fragen. So. Ich versuche auch immer wieder mal, sofern es meine Zeit erlaubt, Blogbeiträge zu erstellen. Interessant vielleicht in dem Zusammenhang, also im Rand vielleicht für den Zeitgeist, wir beschäftigen uns auch sehr viel mit Wasserstoff. Das letzte Webinar war auch Wasserstoff, ging es um Wasserstoffdichtungen. Wir werden in diesem Bereich auch weiter forschen, was die Abdichtung von Wasserstoff betrifft. Wir werden da auch Ressourcen, Entwicklungsressourcen freimachen dafür. Ja, also einfach mal reinschauen, wenn der ein oder andere, wenn es interessiert. So, der nächste Termin, Live-Webinar 8. Ich habe da noch ein Thema drin stehen gehabt, das habe ich heute Morgen rausgelöscht, weil ich mir einfach noch das frei haben möchte. Ich würde wirklich die Zuhörer jetzt bitten, da mir vielleicht auch Anregungen zu schicken, wozu ich was sagen oder vortragen kann. Und also man darf mir da gerne Anregungen geben. Und sofern ich was dazu zu sagen kann, würde ich das natürlich da auch tun. Fest steht aber schon der Termin, der wäre am 2. März 2023 wieder um 14 Uhr. Also auch wieder ein Donnerstag. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ja, ich weiß es sehr zu schätzen, dass man
dass meine Meinung da offensichtlich gefragt ist oder meine technische Expertise. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und alles Gute, bis dahin. Wir haben genau.